Was wird hier denn wieder fabriziert? In World of Warcraft, willkommen zurück, Leute, beim Reinigungsritual. Ich habe gerade eine Melonenfrucht eingesammelt, die hier zufällig in der Nähe rumlag. Und hier scheint auch etwas nicht in Ordnung zu sein, was die hier machen. Wir gehen mal hier zu Eluns Dienstmaid. Zu den Waffen. Eluns Dienstmaid, sie ist noch prächtiger, als es in den Geschichten erzählt wird. Die Legenden, die dieses Relikt umgeben, kommen euch in den Sinn, als ihr euch nähert. In uralten Zeiten nach dem Krieg wurden die Waffen der Feinde dem Becken dargeboten im Austausch für eine Art göttliche Gabe. Als ihr über das Ritual nachdenkt, bemerkt ihr das Funkeln von Stahl in einem nahegelegenen Waffenregal. Was für ein Regal? Die Stadt steht dort erwartungsvoll. Ja, das tut sie. So, du Satyrenvieh. Dover Ziegenbock-Typ. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja, fehlt nur noch das eine hier und unsere Melone halt. Aber da gehen wir erstmal zum dritten. Aufgabe abgeschlossen. Du kannst sterben, Tschüssikowski. Was haben wir hier? Eluns Kohlenbecken. 10 Pfund Fleisch. Alten Legenden zufolge wurden dieses uralte Kohlenbecken hier aufgestellt, um Opferrituale durchzuführen. Soweit ihr euch erinnern könnt, besagen die Geschichten, dass derjenige gesegnet wird, der das Fleisch von Eluns Feinden auf die brennenden Blutspläne im Kohlenbecken legt. Ihr seht euch um und beschließt, dass die Satyren, welche die Region derzeit beherrschen, sicherlich als Feinde bezeichnet werden könnten. So. Ja. So, von dem haben wir irgendwas hier eingesammelt. Was ist jetzt hier mit dem Melonen-Shit? Was muss ich dafür da bei ihm? Nee. Also, jetzt bin ich irgendwie, warte mal. Bin ich gerade draußen Gedanken gewesen. Soweit ich euch nicht sagen, die Schiene seht euch noch das zu dem, welche die Sicherheitsfeinde bezeichnen werden können. Ja. Aber, okay, da sind noch mehr Melonen. Ich dachte, eine reicht, aber ich sehe gerade, dass hier ganz viele sind. Da hat er auch wieder was für uns. Melonen, Melonen. Wie viele brauche ich denn davon? Ich sammle mal einfach. Hallo. So, wunderbar. Ihr dient mir. Ihr habt auch noch was für mich. Super. Prima. Schön. Ja. Für den Fall, dass es sonst nicht reicht, sammle ich noch mehr von dem Zeugs. Hörst du mal auf damit? Dann kriege ich nämlich dann Fleisch zur Opfergabe. Ich weiß nur nicht, ob es reicht, weil hier jetzt irgendwie nicht gezählt wird. Der hatte gar nichts. Reicht es jetzt, wenn ich da mich auf meinen Briesenschreiterhengst schwinge? Und da hochgehe oder so. Aber irgendwie kann ich es nicht abgeben, ne? Oder muss ich das da irgendwie reinwerfen? Ich check's hier mit den Opfergabe anerkannt. Ja, wann weiß man denn Bescheid? Wie viel Fleisch habe ich jetzt? Natürlich, na gut, ich habe nur 2. Benutzen. Bietet bei uns Kohlenbecken 10 Einheiten. Ah, da steht's, okay. Wie sieht's aus mit den Melonen? Wo steht das mit den Melonen? Wo habe ich... Also ich habe hier 2 Melonen, aber die sind doch für meine Gesundheit. Es gibt doch noch andere hier oder so. Hammelkoteletts, die sind es auch nicht. Melonenfrucht. Benutzt 8 Melonenfrüchte und ich habe 5. Okay, wir brauchen also noch 3 davon und von dem Fleisch auf jeden Fall noch mehr. Da waren, glaube ich, 8 oder so, wenn ich mich nicht verzählt gerade habe. Ja, ich sammle das mal. Bis gleich. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles eingesammelt, was ich sammeln konnte. Wir haben jetzt 10 Satyrfleisch, 20 Satyrsäbel und 8 Melonenfrüchte. Das hat eine Weile gedauert. Was soll ich jetzt hier nochmal das Fleisch wollen, die haben? Kann ich das hier einfach... Ah, wunderbar. Wir schmeißen das da also einfach rein. Das göttliche Becken versieht euch gnädig mit einem Segen. Göttliche Stärkung. Ihr erhaltet den folgenden Effekt. Ja, mach mich stark. Ihr spürt eine tiefe Verbindung zu längst vergangenen Zeiten, nachdem ihr den uralten Segen von diesem Relikt empfangen habt. Ihr seid entschlossen, so viel Nutzen wie möglich aus dieser göttlichen Gabe zu ziehen. Ihr müsst 10 Stücke Satyrfleisch von den zahlreichen Satyren in Sargeron beschaffen und sie in Eluns Kohlenbecken legen. Und das kann man immer wieder machen, oder was? Okay, ich verstehe.
dann werden wir wahrscheinlich stark. Ich möchte das aber nicht schon wieder machen müssen. Das heißt, wir lassen das mal aus und haben ja jetzt hier 60 Minuten lang, oben sieht man es, eine göttliche Stärkung bekommen. Sind halt diese optionalen Quests. Muss man also nicht unbedingt machen. Aber warum nicht? Wenn wir eh dabei sind zu spielen, dann sind wir halt auch besser. Aber es dauert ein Weilchen, bis man den Blödsinn gesammelt hat. Weil es waren jetzt nicht so viele Gegner immer hier. Der Weg hier ist auch super. So, hier jetzt hoch. Könnte man auch schnell übersehen, den Weg. Ja, du kannst gerne aufhören damit. Du sollst das nämlich gar nicht machen. Kann ich jetzt hier diese Melonengeschichte machen? Melonenfrucht. Ausquetschen. Tada! Ach, schön. Quest hier nichts, was ein paar Melonen nicht richten. Ja, ja. Nachdem ihr ihn mit dem Melonensaft gefüllt habt, badet ihr eure Augen in dem uralten Becken. Ja, komm, will man Augen in Melonensaft baden? Als ihr eure Augen wieder öffnet, seid ihr in der Lage, die Geister der uralten Elfen zu sehen, die ihre Göttin noch immer treu sind und Rituale für sie ausführen. Okay, das gibt aber ordentlich Erfahrung. Dafür lohnt es sich dann schon. Guck mal, jetzt sind die hier auch erschienen. Die Jüngerinnen. Die Göttin segne euch. Seid gegrüßt. Dann betet mal. Weiter. Haben wir da Eluns Spiegelbild. Gestattet ist, die geisterhaften Jägerin von Elun ins Sagarun zu sehen. Achso, das ist was Besonderes, dass wir die was jetzt sehen können, ja? Achso. Ja, schön. Okay. Können wir das... Achso, da können wir das abgeben. Das gehörte zu dem Quest. Das andere ist dann so optional. Ach, weil die jetzt hier überall sind, ne? Und vorher hat man die hier gar nicht gesehen. Dass die hier so rumlaufen. Das ist was Besonderes. Okay, weiß ich Bescheid. Im Gegensatz zu denen hier. Die sind ja Standard hier. Ich mache einen Cut. Wir laufen wieder zurück. Geben den Quest ab. Bis gleich. Wieder zurück. Können wir unseren Quest abgeben? Die Quest abgeben? Die Relikte sind unbeschädigt. Das ist wirklich erfreulich. Ich habe meine innere Ruhe wiederhergestellt, Nachtelfe. Bitte nehmt dies als mein Geschenk an euch. Aschafela. Haben wir einen Halsreif bekommen, der Erneuerung. Ist aber nicht besser als das, was wir haben. Können wir ignorieren, im Gegensatz zu den Quests, die hier auf uns warten, von Hauptmann Pentigast mal Ehre wieder. Dem König, unser Lager hat die Aufgabe, mögliche Widersacher zu beobachten. Sobald die Allianz ihren Desolace-Feldzug startet, wird unsere Arbeit hier sicherstellen, dass es keine Überraschung geben wird. Kürzlich wurde einer unserer Speer gefangen genommen und von der brennenden Klinge in ihrem Stützpunkt im Westen geopfert. Seitdem werden wir von einem Schuft der brennenden Klinge bedroht und gepiesackt. Sein Name ist Kohor. Ihre Tage sind gezählt, aber ich werde denjenigen großzügig belohnen, den ihr jetzt zum Schweigen bringt. Für die Allianz. Korporal, wir haben kürzlich einen Hilfegesuch von einer Forscherin des Zirkels des Szenarios erhalten. Zurzeit können wir niemanden entbehren. Deshalb bitte ich euch, ihr in unserem Namen einen Besuch abzustatten. Kora befindet sich in der Nähe der Ruinen des Turms von Ethel Retor an der Küste im Westen. Ist immer gut, dass wir woanders hinkommen, bin ich dafür. Sonst hängen wir hier ja rum und langweilen uns. Wer ist er hier? Was hat er so im Angebot? Händler für Kettenrüstung. Hallo? Ach was. Gibt's hier irgendwas für uns? Schönes irgendwie... Irgendwas, was ich noch nicht habe irgendwie? Nö, alles... Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Langweilig. Wer bist du? Wie darf ich helfen? Ja, gar nicht anscheinend. Talendaria oder so wie auch immer du heißt. Wer ist das da hinten? Da hinten ist noch was. Da eilen wir mit Gepardenfähigkeit. Schnell, dein Quest. Guck mal hier. Kreldik Ungor. Lust auf ein Glas? Wiederholer AG. Seid gegrüßt, meine Freundin, nehmt doch Platz. Mein erster Auftritt betrifft den Magier Karnithol, eine Art Edelmann in Sturmwind. Offenbar wurde sein Schiff von der nordwestlichen Küste von Desolate von Meeresriesen angegriffen. Er und seine Gefolgsleute versuchten, eine seiner wertvolleren Throne an Land zu bringen. Aber als die Meeresriesen in Schwärmen angriffen, beschloss er, sie aufzugeben und sich und seine Gefolgsleute in Sicherheit zu teleportieren. Er möchte, dass wir die Truhe samt ihrem Inhalt finden und sie zu ihm nach Sturmwind bringen. Ja, wir wollen nach Sturmwind. Der Stadt der Menschen. Ich möchte da unbedingt hin. Dann sind wir endlich mal wieder in einer größeren Stadt. Und das wird Spaß machen.
Als ich das erste Mal Allianz gespielt habe, da bin ich auch sehr schnell in Sturmwind gewesen. Das wäre sehr schön. Hier ist noch eine Hornkröte. Mal nebenbei wieder so ein kleiner Petkampf. Ich weiß gar nicht, ob meine noch... Doch, die sind wieder gut geheilt. Habe ich gerade erst gemacht. Ich habe nämlich gerade erst mit denen gekämpft. Und sammeln hier nebenbei immer fleißig Pets. Im Moment spielen wir mit Rex, unserem kleinen, was auch immer, Obsidian-Jungtier. Genau. Macht mal die Hornkröte fertig hier. Und mach mal ein bisschen besser die Hornkröte fertig. Sonst bist du gleich platt, Rex. Bis wir sie fangen können. Müsste jetzt eigentlich soweit sein. Käfig bitte. Käfig. Zack. Haben wir elfisches Kaninchen? Haben wir auch schon. Hier ist es sogar schon auf Stufe 8. Wir haben unseres hochgepusht. Von klein auf an haben wir das trainiert. Das hier ist schon auf 8. Hätte man sie also auch sparen können. Aber nein. Das waren wir. Ganz alleine. So, Rex macht das schon. Sehr schön. Hat er gut gemacht. Der kleine Racker. Kriegt er auch gleich 144 Erfahrungspunkte. Und hat eine gewöhnliche Hornkröte gefangen. Na gut. Ich glaube, ich genau. 5 Minuten muss ich noch warten, bis ich die heilen kann, die guten Viecher. Wo geht's denn jetzt hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir können hier einiges machen. Wir können hier an die Küste natürlich gehen. Das ist schön. Wir sollen aber auch da noch hin. Wir hatten aber auch da oben... Sagt ihn... Ja, wie komme ich denn hier... Steinkrangebirge. Sagt ihn, Coco schickt euch. Wie komme ich denn da nochmal hin? Wir hatten gesagt, über den Flugpunkten dann da runter. Oder wir machen halt... nee. Hier in dem Gebiet erstmal weiter. Schwierig. Ich werde mal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich an Ort und Stelle wieder, wo auch immer ich es gedenke, am besten zu tun. Bis gleich. Eigentlich wollte ich ja ganz woanders hin und dann bin ich einem Typen mal wieder wie immer begegnet, der mir 2 Quests gegeben hat, die ich gar nicht aufnehmen wollte. Aber das mache ich jetzt einfach mal, weil ich mich hier die ganze Zeit damit beschäftige. Und zwar heißt es Zwangsadoption. Legt 3 Sturzfliegereier in die Nester von Sturzfliegern und beschützt sie, bis sie eingesammelt werden. Also, der Quest heißt, während diese Region immer üppiger und grüner wird, werden die Wüstenkreaturen auf immer begrenzterem Raum zusammengedrängt. Besonders besorgniserregend ist das fortschreitende Aussterben der einheimischen Sturzflieger. Während die Nistzeit tun sich die Raubtiere an den Vögeln und ihren Eiern gütlich. Und soweit ich habe, ein paar Sturzfliegereier auf der Nase besorgt und so weiter. Jetzt sollen wir die hier hinlegen und dann kommen immer die Kreaturen... Und greifen an. Wir verteidigen die Eier natürlich so gut wir können. Und jetzt passe ich mal oben auf und unten und überhaupt. Weil irgendwie kam hier auf einmal einer und das ist richtig scheiße. Kommen die auf einmal geflogen. Und das ist voll gemein. Und wir müssen die ja irgendwie mal beschützt kriegen hier. Die Scheißeier. Blöde Hyäne. Auf einmal tauchen die aus dem Nichts auf. Muss man gut aufpassen hier. Ja. Kommt bestimmt gleich einer angeflogen, so ein Scheißvogel, der hier die ganze Zeit die Eier schon klaut. Ich will jetzt endlich ein Ei hingekriegt haben. Da ist er. Ein Ziel. Guck mal, und ich kann ihn nicht angreifen hier. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Warum nicht? Hallo. Ich kann das nicht angreifen. Das ist so gemein. Wie soll ich die denn beschützen? Oder hat sich das denn schon erledigt? Habe ich jetzt schon eins... Ach so. Die sollen die mitnehmen. Bis sie eingesammelt wurden. Ja, okay. Ich dachte schon, der nimmt die mit und dann... Toll, Wurst. Dann habe ich hier noch Schwermetall. Ihr habt das starke Gefühl, dass dieser Stein irgendwie dafür verantwortlich ist, dass diese Region sich gegen die Wiederbegrünung wehrt. Das war irgend so ein Stein in der Gegend. Ihr seht in Richtung Westen und bemerkt dort Anzeichen vom schwelenden Trümmern, die auf rätselhafte Weise damit in Verbindung zu stehen scheinen. Ihr vermutet, dass die Entfernung der Trümmerstunks Bemühungen entgegenkommen würde. Bla. Und jetzt sollen wir hier irgendwelche Elemente einsammeln. Ja, seht ihr ja 4 von 7 schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, okay, ich mache jetzt hier wieder einen rein. Hier kommen die Hyänenfreunde schon. Nix hier. Ich beschütze das Ei.
bis es mitgenommen wird. Hallo. Nix da. So, das sammeln wir mal ein. Ich kann nicht mehr tragen. Kommt der jetzt mal hier angetanzt oder nicht? Oder kommt hier noch ein Feind? Hallo. Hallo. Ah. Nein. Es ist mein Ei. Beziehungsweise das von den Sturzfliegern. Die mich veräppeln. Oh. Hä? Es dauert hier jetzt aber auch. Warum dauert das so lange? Mach mal hin hier. Hallo. Kommt ein Vogel geflogen. Sitzt nieder. Ach, was? 3 von 3 endlich. Jetzt fehlen mir nur noch die Elemente. Tschüss. Nimm dein Ei mit. Viel Spaß damit. Passt mal ein bisschen drauf auf. Ich muss näher ran. Mit näher ran. So. Den nehmen wir noch mit. Und den da hinten auch. Hui. Sehr schön. Wo ist noch einer? Ich sehe keinen, ich sehe keinen, ich sehe keinen. Ach, nervt doch nicht. Das ist zu weit entfernt. Obwohl ich in dem Gebiet bin. Hier ist schon wieder ein Quest, den ich annehmen kann. Irgendwie ist hier voll viel los. So. Nebenbei. In der Gegend. Wer ist das hier? Bisbee. Zeit ist Geld. Sabotage. Ich bin ruiniert. Was auch immer dahinter stecken wird, dafür bezahlen. Das verspreche ich euch nochmal von vorne. Soweit im Norden bestand bisher nie die Gefahr eines Zentaurenangriffs. Irgendjemand hat sie aufgehetzt. Ich weiß es einfach. Aber davon abgesehen bin ich am Ende. Ich habe alles in diese Ladung investiert. Glücklicherweise gibt es etwas, das mir kein Zentaur nehmen kann. Und das ist meine goblinische Genialität. Ich fange noch einmal ganz von vorne an und errichte ein Imperium. Bisbee macht in einiger Entfernung einen Skorpion aus. Es gibt immer einen Markt für Gift. Was sagt ihr? Gutes Gold für schlechte Schwänze. Okay. Ich brauche haufenweise Schwänze. Mhm. Jägerin. Und nicht irgendwelche Schwänze. Die Schwänze, die ich brauche, müssen alt sein. Uralt sogar. Je oller, je doller. Oh Gott, was ist das für ein Gewäß. Die Schuppen eines Basiliskenschwanzes sind einzigartig, denn sie werden mit den Jahren immer härter, ohne spröde zu werden. Die gehärteten Schuppen sind ideal für die Herstellung bestimmter Rüstungen. Es ist viele Jahre her, dass ich darauf angewiesen war, Eidechsen-Schuppen zu verkloppen. Aber wer weiß, vielleicht steckt es ja in meinen Charakter, falls es überhaupt noch möglich ist. Okay, Befiederung. Sackgiederung. Jägerin, während ihr unterwegs seid und die Ödnis der Wüste erforscht, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Haltet Ausschau nach Schreckensturzfliegern. Ihre ödigen Federn sind für die Befiederung von Pfeilen bestens geeignet und bei den nächtigen Käufern bringen sie ein hübsches Sümmchen ein. Zum Glück für euch kenne ich einen richtigen Käufer. Kenne ich alle? Nee. Kommt bald wieder. Ja. Okay, das werde ich hier aber nicht alles jetzt mit euch zusammen machen. Das ist viel zu viel. Viel zu viel, was ich hier machen soll. Und es ist offensichtlich, was ich hier alles einsammeln soll. Also bis gleich, wenn ich einiges geschafft habe. So, wieder zurück. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich hier alles eingesammelt habe. Mann, Mann, Mann. Und mein Inventar ist auch schon wieder voll. Geben wir ihm erstmal wieder alles zurück. Die besten Angebote zurück. Weit und breit. Er kriegt seine Elemente. 116. Was ist das? Bisbee untersucht das Erz. Wahnsinn, ich kenne jemanden, der größeres Interesse daran haben wird, dieses Proben in die Finger zu bekommen. Und er würde auch äußerst großzügig dafür zahlen. Darauf wette ich. Jägerin nimmt dies als Finderlohn. Nochmal von vorne. Werfen wir doch mal einen Blick auf diese Skorpionenschwänze hier, bitteschön. So habe ich angefangen, müsst ihr wissen. Gift an die Schurken in Orgrimmar vertickt. Ach, das wären noch Zeiten. So, was haben wir dann noch? Moment, jetzt muss ich mich mal hier eben... Gutes Gold für schlechte Schwänze. Wie läuft die Suche nach den Basiliskenschwänzen? Hier hast du deine ekelhaften Schwänze. Das wird reichen, Jägerin. Noch mehr so Freunde wie ihr und ich bin in 0,nix wieder auf den Beinen. So. Nur gut, das sind reichlich Federn, Jägerin. Die werden ein gutes Kissen abgeben, bis ich sie morgen zum Markt schaffe. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Übrigens, mein Inventar ist voll, deswegen. Moment, dann werde ich mal eben... Hallo? Kannst du mal einen Schritt zurückgehen? Das wollte ich gar nicht. Bleib gut drauf. Ja, ich komme gleich wieder. Moment, ich muss hier noch eben den ganzen Müll verkaufen. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Platte, das brauche ich zum Beispiel. Den Dolch kann ich noch einlösen. Diese Bussardflügel brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche den Seidenstoff.
Das Fleisch brauche ich, glaube ich, auch nicht. Den Rest muss ich noch eventuell verkaufen. So. Erstmal jetzt hin nochmal. Oh, ich habe ein Geschäft für euch. Und dann kriegen wir das jetzt. Was kriege ich denn? Ach so. So, den Dolch löse ich mal ein. Dann haben wir direkt eine neue Vorlage gefunden. Vorlagen kann man sich übrigens auch hier nochmal immer anschauen. Hier sieht man wieder eine Menge, die man gesammelt hat, aber die man auch noch nicht gesammelt hat. Ja, was noch? Ich hatte, genau, das wollte ich noch sagen, das mit Elun hatte ich auch noch gemacht. Da war die Statue jetzt vor kurzem und die hatte ich ja auch noch gemacht. Die hatte ich vergessen in dem Quest. Bin ich nochmal extra zurück und habe das eingelöst mit diesen Satyrsäbeln. Ich hatte ja extra 20 Stück gesammelt. Das habe ich halt, wie gesagt, auch gemacht. Und dann ist hier oben ein neuer Quest erschienen, den ich auch noch angenommen habe. Och, nerv doch nicht. Nerv nicht. Ja. So, Bergbau mache ich natürlich auch fleißig weiter. Und da oben ist ein Quest erschienen mit Orks. Lese ich vor. Ist von alleine einfach erschienen. Dachte ich, okay. Habe ich halt auch schon mal angefangen, die nebenbei zu sammeln. Sind wir ein Stückchen weitergekommen. Und der ist... Hauptmann Pentigast hat kein Geheimnis aus seiner Verachtung gegenüber der brennenden Klinge in Fest- und Donneraxt gemacht. Sicherlich würde ein Beweis ihres Dahinscheidens für ihn großen Wert sein. Also sammeln wir die ekelhaften Uhren. Ja, wenn er die haben möchte, dann kann er sich daraus eine Kette basteln oder so. Das irgendwie so, nehme ich mal an, ist das Ziel dieser Uhrensammlerei. Einer nach dem anderen wird fallen. Wir haben auch noch das nächste Level erreicht. Wir sind jetzt schon wunderbare Stufe 38. Ein neuer Dungeon ist auch verfügbar. Und eine neue Fähigkeit. Und zwar die mit Leuchtfeuern. Die kann ich euch ja nochmal zeigen. Wenn ich mal gerade wüsste, wo ich denn meinen Zauberkram hier nochmal überhaupt habe. Ich benutze es so selten. Wo haben wir das? Hier ist es ja, Leuchtfeuer. Also wenn ich das jetzt hier mal reinziehe, dann machen wir hier... Können wir hier... Tschu, ein Leuchtfeuer! Die Leuchtfeuer brennen machen! Und dann ist er praktisch in ganz dunklen Gegenden. Sieht man ja, dass es jetzt immer noch so herumschwirrt, das gute Leuchtfeuer. Das können wir jetzt auch machen. Ja... 23. Ich möchte alle Uhren. Alle 25 Uhren. Gib mir Uhren. Uhren, Uhren, Uhren. 25. So. Wunderbar. Ab auf unseren Gedankenwurm. Wo geht's hier raus? Ich will raus. So, hier geht's raus. Dann gehen wir wieder außen rum. Greifen uns bestimmt jetzt hier an, laufen schön dann her. Ja, ja, ich war bei euch. Ich habe eure Leute getötet und deren Uhren gesammelt. Nicht so schön, ich weiß. Und hier auf der Karte sehen wir, was wir alles abgeben können. Wahnsinn. Ganz viel geschafft, ganz viel gemacht. So, eigentlich wollte ich ja in andere Gebiete, aber das kommt ja automatisch. Wenn man einfach loszieht, kommen die Quests schon von ganz alleine. So, was hier jetzt? Ich soll den Hauptmann-Typen töten. War das? Das war er. Hallo. Müsst nicht alle hier durchdrehen jetzt? Boah, ihr kommt viel zu spät. Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Kohor schreit, ganz Azeroth, bereitet euch vor. Die Ära der brennenden Klinge ist näher. Kohor schreit, mohaha, ihr kommt viel zu spät. Die Raufbeschwörung eures Untergangs ist beinahe abgeschlossen. Stand unten links, was ihr nicht sehen könnt. Nochmal die Wiederholung. Es ist vollbracht. Hauptmann Pentigast sollte nun in Frieden ruhen, jetzt wo... Hallo. Er taucht natürlich jetzt immer wieder auf. Sollte nun in Frieden ruhen, jetzt wo Kohor mit seinen Drohungen zum Schwein gebracht wurde. Aber anscheinend kommt er ja immer wieder gerne mal, ne? Da sollten wir uns einfach mal ja annehmen. Was ist hier jetzt? Findet das uralte Beschwörungsritual in der Festung Donneraxt. Oha, okay. Dann geht es ja ans nächstes wohl hier... In die Minen von Moria oder so. Nein, nicht wirklich. Aber hier in die Mine geht es rein.
Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Uhren haben wir ja jetzt genug gesammelt. Mal gucken, was uns da drinnen erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann.